kurz nach 11. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch einen Kaffee und dann schauen wir mal, was der Flori hinten in der Werkstatt macht. Es ist echt wunderschön, frei zu haben und wuseln zu können, wann man will, weil man am nächsten Tag nicht aufstehen muss. Wird bei uns so einiges weitergehen. Das Wichtigste bei der ganzen Sache ist eigentlich, dass ich mich jetzt warm genug anziehe, weil da hinten hat es minus 15 Grad. Ready. Also ich habe die Kickpanels ausgebaut. Oh ja. Eins davon ist noch sehr gut, eins reparaturbedürftig. Dann habe ich ausgebaut Lichtschalter, Zündschloss, Scheibenwischerschalter, den ganzen Dekokram weg, die Scheinwerfer raus. Genau. Und gerade bin ich dabei, diese unoriginalen Blinkerkabel hier rauszubauen, weil ich alles, was nicht original ist, zwicke ich jetzt einfach gleich raus. Und ja, Gaspedal ist raus. Wahrscheinlich auch wieder verwendbar. Mhm. Also zumindest schaut das Ganze gut aus. Also eine andere ist auch locker. Crazy. Ja, genau. Jetzt kommt dann noch die Scheibe raus. Mhm. Aber der lässt sich auch drehen. Mhm. Siehst du? Mhm. 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 Wunderbar. Da habe ich schon mal ein bisschen Öl rein. Mhm. Aber das sieht auch so aus, als ob sich das wieder lösen lässt. Dann habe ich das Handschuhfach ausgebaut. Ah ja, stimmt. Die Fragmente. Ja, wie gesagt, das Motto bei dem Auto ist, so viel wie es geht original zu verwenden. Auch wenn es ein bisschen umständlicher und schwieriger wird, aber das hier wäre so der Plan für das Ganze. Auf jeden Fall wohl das. Ja. Ja, die geht schon mal gut auf. Mhm. Ich hoffe, das ist bei allen anderen auch so. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Ja, sieht auch gut aus. Jetzt ist er zumindest abgerissen. So. Hält das sonst noch irgendwas? Nee. Oh. Hey. Interessant. Die geht wieder schon. Mhm. Einwandfrei. Einwandfrei wie neu. Wie oft wir das noch sagen werden. Ja. Ab. Ab. 90.000 Mal jetzt. So, wieder eins. Jo. Was sich das alles angesammelt hat. Jetzt sind wir mal gespannt, was da dahinter ist. Ja, ich auch. Wie ein Flitzebogen. Ich bin gespannt, was wir da noch erleben werden. Das ist eben genau das, was ich letztes Mal gesagt habe, dass beim Käfer das fast besser war, dass er ohne Scheiben stand. Weil dadurch sind die Scheibenrahmen heile geblieben. Ja, da hat sich einfach das Wasser nicht so sammeln können, genau. Und die ganzen Lichtungen mit dem Scheiß, gell? Genau. Siehst du das? Juhu! Wieder ein großes Teil. Na, hör mal! Ja, das hier ist allerdings alles nicht so geil. Aha. Aber das hier finde ich schon ganz, ja, eben, ganz gut eigentlich. Verkleidung verlässt jetzt auch die Gruppe. Wie dahinter einfach die Löcher rausschauen. Das war schön am Bett, tu die wieder hin. Ja. Hält denn die Verkleidung vielleicht zusammen? Wenn man auf dieser Seite was hinstellen könnte, ohne dass ich es könnte. Das ist jetzt lustig, gell? Ja. Siehst du, eine Schraube und alles ist ausgebaut. Ist das jetzt ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Mhm. Ja, hier wurde sogar von innen gespachtelt. Finde ich das gut oder finde ich das schlecht? Was haben wir hier?
Das sieht ein bisschen aus wie, ich habe ein neues Heckteil gekriegt. Das war ein neues Teil. Ast rein. Ah ja, hier kann man auch noch diverse Reparaturversuche. Das haben sie angenietet. Siehst du das hier? Das Loch ist hier auch nicht original. Kauf dir einen VW-Bus, haben sie gesagt. Du wirst viel Freude damit haben, haben sie gesagt. Ja, ich habe viel Freude, wenn ich Substanz finde. Aber wir sind schon ein bisschen selber schuld auch, gell? Ja. So. Oh. Mausnest. Ah, diese Mäuse, ey. So, was haben wir denn? Hier war das Klo. Das war wahrscheinlich das Penthouse. Das finde ich eigentlich an der Stelle eigentlich gar nicht cool. Weil das einfach alles kaputt macht. Beide Teile noch original sind. Ja. Sieht man ganz eindrucksvoll an der weißen Farbe. Und hier haben wir ja schon das Ding mit dem VW-Logo gefunden. Und das hier ist dunkel. Das bedeutet, das wurde jetzt irgendwann mal ersetzt. Ja. Da haben sie wohl ein Blech vergessen. Ja, na schön, also jetzt haben wir, jetzt kann man hier das ganze Ausmaß der Zerstörung eigentlich ganz gut erkennen. Jetzt haben wir zumindest von innen einen nackerten Bus. So, aber andere fangen dann an, den Innenausbau zu machen. Wir fangen erstmal an, das Auto auszuleeren und zwar so richtig. Nee, also wie gesagt, das ist jetzt nichts, was mich noch mehr schockt oder jetzt davon abhalten würde, das Auto zu machen. Klar ist der Töter als tot, aber was wollen wir tun? Wir haben gesagt, wir machen das und dann tun wir das. Das ist wie mit dem Käfer, das ist halt jetzt so. Da haben sie halt hier mit diesen Kabeln, haben sie ihm den Blinker nachgerüstet. Und zwar finde ich das echt ends krass. Ich habe jetzt da schon ein bisschen was weggezwickt, der war jetzt ein bisschen schneller. Da liegt noch ein Kabel und das war hier mit dran. Und wie man hier sieht, Rücklicht, Bremslicht, Blinker. Also es war hier ein Blinker. Also das Auto hat ja Winker, also das wurde nachgerüstet. Das zwicken wir jetzt raus, weil wir nehmen von dem hier nichts mehr. Ja. Schauen wir mal, da schon mit der Ratsche was rein. Ja, sicher. Genau, und der heute eigentlich echt nicht mehr wie mit diesen Blechbändern da. Aber der kommt ja von da raus. Raus und rein. Oh, die geht auch schon mal auf. Wenn man ganz kurz sehen kann. Da haben wir vorher noch nichts rumgetrickst. Ah ja, und hier bei dem großen Loch übrigens haben wir die Fahrgestellnummer rausgeschnitten. Ja. Weil das deutlich einfacher war, die Fahrgestell ins Haus zu tragen. Die Fahrgestellnummer ins Haus zu tragen und lesbar zu machen, als hier draußen im Auto. Und da sieht man übrigens, dass das auch ein neuer Radkasten ist. Haben wir jetzt gerade nochmal gesehen. Genau, und wir haben auch noch herausgefunden, dass das ganze Seitenteil auf der linken Seite auch neu ist. Jetzt schauen wir mal, ob der Gummi da jetzt da schon rausgeht. Weil der wird rausgehen müssen. Ja, der geht raus. Stören könnte. Wenn du das Sieb so rausholst aus dem Tank, was will da kaputt sein? Ich würde es nicht, würde da was gehen, aber es würde. Das bedeutet, wenn du jetzt einen Tank ausbauen musst von dem Auto, müsste ja eigentlich der Motor raus, original. Ja, stimmt. Stell mir vor, du hast jetzt einen neu lackierten Motorraum. Stell dir das einfach mal vor. Den Tank hier draußen und der sieht aus wie neu. Boah, krass, der ist echt wie neu.
Schauen wir mal, ob wir die Masse hier noch abkriegen. Das wäre eh der Wahnsinn. Aber in der Regel, das müssen wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen festhalten. Die bewegt sich. Krass. Hey, der Fuck. Die geht noch nicht mehr schwer. Schau mal, wo die dranhängen. Da fällt alles andere ab. Die schraubst du raus, als ob du die gestern reingeschraubt hättest. Das ist ja unglaublich. Schau das mal an. So, jetzt. So. Jetzt haben wir ja den Bus erfolgreich ausgeräumt. Bitte ein bisschen leer gemacht. So nackig. Und haben jetzt eigentlich nichts mehr gefunden, was uns noch mehr schockieren würde. Außer, dass es jetzt ziemlich sicher ist, dass es ein Unfallauto ist. Also es wurde mal innen ein Teil neu gemacht und das Eck hinten. Ja. Wir haben uns eigentlich schon dafür entschieden, dass das kein Auto sein wird, das einfach gemacht wird und ab und zu mehr auf dem Treffen fährt und dann in irgendwelchen Garagen immer wieder verschwindet. Sondern wir wollen mit dem Auto danach, wenn es fertig ist, ein bisschen auf Tour gehen. Ja, ein bisschen länger auf Tour gehen. Wer weiß, wo wir überall hinkommen. Aber man kann es halt dann mitverfolgen, was wir tun und wo wir hinkommen, was wir für Pannen haben, was wir alles erleben werden. Ey, keine Pannen. Ja, okay. Keine Pannen hatten wir erst. Lauter schöne Orte. Ja, genau. Nee, aber wir nehmen euch da mit. Es wird da jetzt auf jeden Fall eine komplette Doku über diesen Aufbau geben von dem Bus. Ja. Was mit dem alles passieren wird. Wie er gebaut wird und was alles reinkommt vor allem. Also jetzt kam er erstmal viel raus. Halt, wenn er fertig ist, geht es halt auf eine Reise. Ja. Und wir schauen, genau, wie wir gerade gesagt haben, wo wir hinkommen, wie weit wir kommen. Ja, weil spinnen können wir beide gut. Ja, und genau. Ich glaube, wir sehen den auch schon fertig und ja, was wir mit dem dann alles machen können. Genau. Deswegen. Aber das bedeutet halt jetzt erstmal, dass er definitiv erstmal nicht tiefer gelegt wird. Weil wir ja selber nicht wissen, wo wir hinkommen und er kriegt auch für alle Fälle ein bisschen geländegängige Reifen. Mhm. Und ja, was man jetzt sonst so alles braucht, wenn man ein bisschen länger in dem Auto wohnt oder lebt. Ja, wenn man den auch innen und ausbauen. Genau, und auch an Orte fährt, wo man mit einem tiefer gelegten Auto dann nicht hinkommt und deshalb wird es das erstmal nicht geben. Aber mein Gott, wenn wir wieder zurück sind, können wir darüber reden. Mal schauen. Was wir machen. Aber jetzt erstmal wird er hoch bleiben und auf jeden Fall so repariert, dass er so eine Tour schafft. Mhm. Weil wir haben ja sowas ähnliches mit dem Käfer im Kleinen schon gemacht, das nach dem Maikäfertreffen, das waren einmal insgesamt mit Maikäfertreffen 3200 Kilometer genau. Mit dem eigentlich nicht wirklich geprüften Auto. Und auch definitiv zu tief für sowas zumindest. Und eigentlich zu tief. Wir haben jetzt auch mittlerweile ein bisschen höher, also manche haben es noch nicht mal bemerkt, dass er höher ist. Aber wir. Aber wir. Dass er höher ist. Genau. Es kratzt schon mal nicht mehr, wenn man zum Einkaufen fährt. Ja, genau. So viel dazu. Und genau. Und wenn wir dann unterwegs sind, gibt es auch dann von unterwegs immer wieder Videos. Wie gesagt, was uns alles passiert. Also jetzt hast du überlegt, wie es in Anführungszeichen jeden Scheiß filmen. Wie gesagt, wir wollen von dem Auto so viel wie es geht erhalten und auch wenn es ein umständlicher Weg ist, ja, an manchen Stellen ist halt so. Das haben wir beim Käfer so gemacht, weil da ging es ja auch um das, dieses Auto zu erhalten und nicht um ein neues Auto zu bauen. Ja, aus neuen Teilen. Genau. Wir haben kein Zeitlimit, wir können vor uns hin wurschteln, so wie es halt geht. Genau. Mei, werden wir schauen, wie lange wir brauchen. Wird sich zeigen. Ja. Genau. So, und jetzt gehen wir nochmal ins Bett. Jo. Das reicht heute. Prost. Gute Nacht. Gute Nacht. Wieso blute ich eigentlich? Oh, shit. Okay, es kommt.
Genau, kommt schon, lass noch.